Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash of Clans mit Fred, und wir haben heute eine neue Taktik, die ich mir eben mal überlegt habe. 23 Bowler, 20 Riesen. 7 Riesen in der Clanburg. Ja gut, sind jetzt zwar nur Level 7, ist aber egal, soll uns nicht weiter stören. Ein Mauerbrecher, den könnte ich, den werfe ich raus. Den werfe ich raus, ich habe nämlich eine Idee. Wir ersetzen ihn nämlich durch 2 Bogenschützen. Ich habe schon mal gefragt, ob ich jemanden angreifen kann gleich. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann werde ich mich natürlich wieder selber angreifen. Ich habe ja noch die beiden Zweit-Accounts hier rumfliegen. Wir wollen natürlich auch gleich noch jemanden richtigen angreifen. In der richtigen Multiplayer-Welt mal schauen, ob wir da jemanden finden, den wir noch angreifen können. Die Taktik ist, glaube ich, recht OP. Also wenn man sich das mal anguckt, die... Wir gehen mal auf die Kasernen. So. Die Riesen sind richtig OP, muss man sagen, mit 1260 Trefferpunkten. Wie viel hat denn der Golem? Der Golem zum Vergleich, wir haben jetzt noch im Kopf... Ja gut, klar, der hat noch ein Vielfaches, 1260. Er hat aber natürlich auch mehr Platz, den er braucht. Er braucht 30, die Riesen brauchen nur 5. Und die Riesen sind ein bisschen schneller. Allerdings muss man immer dazu sagen, der Golem teilt sich ja dann nochmal auf in den Mini-Golem. Ja, wir sehen nochmal die Mini-Golems. Die haben auch nochmal 1260. Aber okay. Ja, endlich! So, wir greifen jetzt erstmal den Nico an, so ein bisschen aufwärmtechnisch. Gucken mal. Oh, passt der? Passt der Sprung? Oder habe ich mich verklickt? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Wir haben so viele Riesen einfach nur. Ja, sie hüpfen. Geil, sie hüpfen tatsächlich. Oh, er hat Clan-Truppen. Jetzt kommen nämlich die... Die Bowler darf ich eigentlich noch nicht alle zünden, denn es ist das Problem... zünden vor allem. Nicht alle setzen. Ja, lauft alle außen rum. Klar. Lauft alle außen rum, genau. Lauft alle außen rum. Okay, die Taktik ist scheiße. Die Taktik ist scheiße. Mann! Die Bowler! Na komm, setz so in Wut. Ich weiß gar nicht, was ich bei einer... Was willst du bei einer 9er Base großartig freezen? Klar, wir überrennen sie jetzt, aber... Was mir bei dieser Taktik noch tatsächlich fehlt, die Taktik ist, glaube ich, richtig geil, aber was fehlt, ist einfach etwas, womit du außen so ein bisschen schon mal ein paar Gebäude wegmachst. Denn die Bowler laufen doch wirklich dann öfter schon mal außen rum, und das ist ja irgendwo das, was du nicht haben willst. Muss ich, glaube ich, doch mal ein bisschen intervenieren. Muss ich, glaube ich, doch mal ein paar kleine Änderungen vornehmen. Ja gut, klar, wir holen jetzt hier locker 100%, aber um jetzt gegen eine richtige Elverbase anzukommen, da müssen wir, glaube ich, noch was machen. Ich habe auch schon eine Idee. Ich habe auch schon eine Idee, was wir da anstellen können, beziehungsweise was wir da noch verbessern können, damit wir da noch ein paar mehr Prozente, Prozente ja nicht unbedingt, aber dass wir ein paar Außengebäude noch wegholen. Hab eine Idee. Passt mal auf. Ich habe eine Idee. Papi hat eine Idee. So. Ich habe eben schon mal bei Moose probiert, habe aber irgendwann aufgegeben, weil ich auch da nicht die Außengebäude weggekriegt habe. Die geht bis da. Der geht bis da. Der geht bis da. Der geht bis da. Okay. Idee. Wir nehmen einen Bowler weg, nehmen 2 Bowler weg, nehmen 3 Bowler, 20 reichen immer noch aus. So. Jetzt habe ich 215 noch, jetzt habe ich noch ein bisschen Platz. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Drachen brauchen wir. Müsste reichen. Müsste reichen. 2 Drachen, um so ein bisschen schon mal was wegzuholen. Es ist, wie gesagt, ein Versuch. Es ist mal einfach so ein Versuch, diese Taktik mal anzuwenden. Wir müssen eigentlich auch gar nicht von unten großartig noch was machen. Hier wäre auch ein Bowler. Ein Queen Walk wäre hier auch richtig gut gewesen. Boah, der hat so viele Außengebäude. Das wird schwierig. Das wird so schwierig. Die Außengebäude alle wegzuholen. Oh, oh. Okay, das wird eine richtige Herausforderung. Ah, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht kriegen wir es hin. Ah, wenn er noch einmal hätte feuern können. Wenn er noch einmal hätte feuern können, der Magier, dann wäre es gut gewesen. Da steht da nämlich noch ein einziges Gebäude rum. Das soll aber uns eigentlich auch nicht aufhalten. Ja, wir probieren es mal. Wir probieren es einfach mal aus. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir auch es immerhin mal probiert. Jetzt warten wir mal ab. So, jetzt müsste ich einmal kurz zünden. Ja, jetzt laufen sie zumindest schon mal in die Mitte. So. Die Adler-Dev müsste doch jetzt eigentlich gleich mal weg sein. Ja, sie ist weg. Sehr schön.
Aber sie laufen auch nicht in die Mitte gescheit. Wieder nicht. Wieder nicht. Jetzt muss ich ja im Grunde schon fast 100% holen, sonst haben wir ja verloren. Nein, der König ist tot. Ich hab den König nicht gezündet. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ohne wirklich nur mit diesen beiden Truppen hier was zu reißen, es ist nicht einfach. Ja gut, klar, 50% holst du locker. Alter Bowler, willst du mich verarschen? Ey, wie dumm ist denn der Bowler? Der läuft... Oh, der läuft an dem Inferno-Turm vorbei. Er läuft an dem Inferno-Turm vorbei, um sich dann das eine Skelett zu schnappen von der Falle und dann zu sterben. Oh, wie dumm kann man denn sein? Das will ich auch nochmal probieren. Alter Schwede. Mann. Ey, was ein dummer Bowler, ohne Witz. So, jetzt aber. So, meine lieben Freunde, wir wollen jetzt noch ein bisschen hier ein paar Außengebäude wegholen. Wer ist denn dabei? Ach, ist schon lustig. So Freundschaftsangriffe sind schon lustig. Ah, wir haben fast alle. Dieses Mal nicht, mein Freund. Dieses Mal nicht. Oh, die Kanone. Die Kanone. Ja, sie ist weg. Ach, wir haben die Kanone sogar geschafft. Den noch? Da können wir auch noch was machen. Ja, wir haben zwar schon ein, zwei Bowler haben wir schon, ich sag mal, verschwendet würde ich nicht sagen. So, Versuch Nummer drei. Ja, das Problem ist, ich krieg keinen Tunnel gebaut hier mit. Wie auch, ne? Ist ja logisch. Rip. Mann, Fettfinger. Bowler, schnell hinterher. Huh, schnell zünden. Schnell vergiften. Ja, klar, sie werden jetzt wieder außen rumlaufen. Warum sollten sie auch jetzt nicht? Ah, ja. 1, 2, 3 sind in der Mitte. Lauft in die Mitte jetzt. Ah, sie laufen nicht in die Mitte. Warum sollten sie es auch tun? Ne? Ich muss eigentlich die einzige Möglichkeit, jetzt hier mit dieser Taktik noch was zu reißen, wäre 100% zu holen. Ah, Mann, ihr wart so nah dran in der Mitte. Jetzt will ich zumindest irgendwie so 80% will ich jetzt hier mal holen. Komm. Wir haben noch so viele Truppen. Ja, die Adler, der flippt leider noch, ne? Wenn die Adler der gleich auf die Riesen schießt, dann könnte es problematisch werden. Das Single Inferno muss weg. Ich habe die Königin noch. Die Königin kann noch was reißen. Ach komm, ey, 80%. Werden wir nicht schaffen. Ach Mann. Die Taktik ist, scheiße nicht. Sie ist ja okay. Sie hat halt noch ihre Schwachpunkte, ne? Weil du hast nichts, womit du einen Tunnel machen kannst. Ah, ich war so nah dran an den 80%. Boah, ich war nah dran. 74%. Ja, egal. Ist eine ganz lustige Taktik, muss man sagen. Aber es fehlt, wie gesagt, es fehlt einfach so der... Oh, was haben wir in Angriff? Ach, nur von dem Gegner. Es fehlt was, um den Tunnel zu machen. Ich bin aber ganz optimistisch, dass wir es in einem richtigen Battle hinkriegen, was zu holen. Ein bisschen an Loot. Wir müssen ja irgendwie das Dunkelloch wieder ausgleichen, was wir jetzt hier die ganze Zeit rausgekloppt haben. Für nix und wieder nix. Deswegen würde ich sagen, ich suche mal eben den Gegner raus. Mache einen kleinen Cut. Oder hier ist es schon einer hier oder nicht? 4900? Mariah Carey heißt der Clan, ja göttlich. Nein, ich mache noch Cut. Bis gleich. Oh, Boys. Wir haben etwas gefunden. Eine Base, wo ich jetzt schon garantieren kann, dass wir dann... Ah, wobei... Na, ich bin so blöd. Wir hätten eben eigentlich doch einen Tunnel hingekriegt. Das heißt, ich habe ja Truppen im Grunde bald zur Tunnelgraberei, ne? Aber das habe ich irgendwie nicht so richtig bedacht. Ist aber jetzt auch egal. Wir müssen es mal eben gucken, von wo wir jetzt mal hier vorgehen. Ich setze jetzt erstmal nur den einen Baby Dragon. Wir gucken mal, wie viel er schafft. Die Luftabwehr kommt jetzt gleich wahrscheinlich. Ne, noch nicht. Oh, wir haben Glück. Sie kommt noch nicht. Flieg nach links. Sehr schön. Wenn er jetzt nämlich nach links fliegt, schafft er noch zwei Gebäude. Ja klar, das eine schafft er jetzt auch noch. Der ist echt stark, der Baby Dragon. Ja, jetzt kommt noch der Tesla raus. Noch das andere auch noch. Ist aber egal. So. Baby Dragon Nummer 2. Geht da drauf. Wir müssen echt mal aufpassen. Ich darf nicht so viel Zeit verplempern jetzt. Oh Gott. Der war schnell. Okay. Nein, den schafft er nicht mehr ganz. Komm. Ach, ist kaputt. Okay, das ist kaputt. Jetzt können wir eigentlich... Ja, was mache ich jetzt? Diese Taktik ist echt Schissel.
Wir probieren es jetzt mal auf die Weise. Wir probieren es jetzt mal auf diese Weise. Vielleicht haben wir Glück. König, lauf nach. Nein, lauf nicht wieder nach außen. Nein, lauf in die Mitte. Geil. Nein, lauf nicht nach. Lauf in die Mitte. Sauber. So. König. 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 Zyndikus. Mach uns einen Tunnel. Problem ist jetzt, ich muss jetzt. Oh nein, ich habe die Riesen zu spät. Ah, ich hätte die Riesen mal eher setzen müssen. Mann, ey. Nur. Lauf doch nicht nach außen. Ach, lauf doch nicht nach außen. Lauf doch nicht nach außen. Was ist das denn heute hier? Ey, jetzt laufen die komplett außen rum. Oh, ernsthaft? Ernsthaft? Laufen die alle außen rum? Ey, diese Taktik, du kriegst mit dieser Taktik, kriegst du keinen Tunnel gebaut. Ja, freeze nochmal genau schön die Art der Death, gerade wenn sie schon geschossen hat. Ey, wie viel Dunkles haben wir bisher geholt? Null. Null. Boah, ich bin so sauer gerade. Ja, klar, ein Trupp hat noch einen Golem drin. Boah. Boah. 38 fucking Prozent. Mann, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, genau. Lauf da noch. Komm, zur Feier des Tages pflanzen wir den Erdbebenzauber jetzt noch hier an den Baum. Komm, da pflanzen wir ihn jetzt noch hin. Vielleicht wächst da noch was Gutes raus. Ein guter Clash of Clans-Spieler oder so. Ich bin es definitiv nicht. Mann, diese Taktik kotzt mich so an, ey. Unglaublich, oder? Unfähigkeit hoch 1 Million war das natürlich schon wieder. Aber dann, du kriegst keinen Tunnel hin mit den Scheißtruppen. Da fehlt's einfach. Da fehlt ein Golem, ohne Witz. Und ich würde sagen, mit dieser grandiosen Taktik, also wirklich super, diese Taktik ist so eine Scheiße. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich für heute, setze mich jetzt auf die stille Treppe, denke über meine Sünden nach und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer Folge Clash of Clans mit mir, der Fred. Macht's gut, noch einen schönen Tag. Tschüss.